Tischtennisprofi Peter Gojovcuk ist bei Masters in Cincinnati, Ohio nach einer Niederlage gegen den 20-maligen Grand Slam-Champion Roger Federer in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Münchner unterlag dem an Nummer 2 gesetzten Schweizer Superstar 4:6, 4:6. Gojovcuk lieferte gegen die ATP-Legende eine gute Partie, Federer konnte jedoch auf seine Erfahrung bauen. Während der Eidgenosse gewohnt abgebrüht agierte, musste der 29-jährige Deutsche jede seiner 5 Break-Chancen ungenutzt verstreichen lassen. Zum Vergleich, Federer erarbeitete sich 4:2 nutzte er. Ich weiß, dass es immer ein oder zwei Matches braucht, um den Rhythmus zu finden. Daher bin ich immer glücklich, die erste Hürde gemeistert zu haben. Das gibt mir die Möglichkeit, beim nächsten Mal besser zu spielen, so Federer nach der Partie. Zuvor war Misha Zverev bei der Generalprobe für die US Open 27. August bis 9. September in die zweite Runde eingezogen. Der 30-Jährige siegte gegen den Bosnier Damir Zuma mit 6:3, 6:4 und trifft in der nächsten Runde auf den an Position 5 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrov. Ausgeschieden ist hingegen Philipp Kohlschreiber. Der 34 Jahre alte Augsburger unterlag dem rumänischen Qualifikanten Marius Copil deutlich mit 4:6, 2:6 und verlor damit sein drittes Erstrundenmatch in Folge. In der Queen City spielt Spitzenspieler Alexander Zverev, Nummer 3, der in der ersten Runde ein Freilos hat, am Mittwoch gegen den Niederländer Robin Haase.